Genau, ich schaue, ob ich irgendwie am Sebi dranbleiben kann. War ein kleiner Spaß. Ansonsten, es ist noch frisch morgens, deswegen sind wir noch ein bisschen dicker angezogen. Aber spätestens zum Radfahren ist dann warm genug, dass wir auch kurz fahren können. Morgen heute ist so gestartet, wie ich es liebe. Schöner, lockerer, leicht gesteigerter Morgenlauf. Es war noch sehr frisch, deswegen waren wir auch alle so eingepackt. Aber die Sonne, die setzt sich hier auf jeden Fall nach kurzer Zeit durch und auf dem Rückweg wurde uns dann doch recht warm. Und ja, Lauf lief sehr gut. Ich habe mich gut gefühlt und habe mich dann auch aufs Frühstück gefreut. Das kennt ihr sicher auch, wenn man morgens nüchtern läuft, dann freut man sich umso mehr aufs Frühstück und das ist dann auch ausgedehnt ausgefallen. So, Läufchen erledigt, 14 Kilometer bei mir, gesteigert ein bisschen vom Tempo und jetzt kaufen wir unsere Utensilien fürs Frühstück. Natürlich nur gesund. Dann ging es ja, so circa 2 Stunden später auch schon weiter zur nächsten Session. Radintervalle. Wir sind diesmal an einen Berg gefahren, den wir so noch gar nicht kannten, aber schon einiges darüber gehört haben, weil dort die ganzen Radprofis in der Vergangenheit und wohl auch noch aktuell immer irgendwelche Tests fahren und Rekorde aufstellen. Und da wollten wir natürlich dann auch gerne mal hochfahren. Der Berg ist der Roca Corba und könnt ihr auch mal nachschauen, was da so die Bestzeiten sind. Wir haben keine aufgestellt, weil wir kurze Intervalle gefahren sind, wo die Pause einfach das Zurückrollen war. Lara, bist du ready? Die Backen wieder voll. Wie ein Hörnchen vorm Winterschlaf. Ja, schön, dass du zu mir sprichst, Laura, das ist super. So. Ich bin bereit. Ihr könnt loslegen. Los geht's, mehr gibt's nicht zu sagen. Gut, das reicht dann auch. Viel Spaß, ne? Bis später. Kann noch ein bisschen dauern. Die Intervalle, ja, muss ich sagen, ich habe sie von den Watts gut absolviert, aber mental war es ziemlich hart. Also ich habe ziemlich gesuffert. Die Beine taten ziemlich weh. Das ist halt echt dann immer so das Problem in der Mitte dann auch von so einem Trainingslager oder gegen Ende, dass natürlich da schon so eine gewisse Vorermüdung ist. Das heißt, gerade diese hochintensiven Sachen, die werden einfach echt zäh. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man sie durchzieht, denn die machen einen natürlich dann auch stärker.
Und das habe ich dann auch irgendwo ganz hinten in meinem Kopf drin und versuche mich da zu motivieren. Und es hat natürlich auch geholfen, dass ich nicht allein am Berg war, sondern die Jungs auch ein bisschen leiden mussten. Und ja, so haben wir uns da durchgebissen. Und als Belohnung konnten wir dann am Ende nochmal den gesamten Anstieg hochfahren. Locker natürlich. Ja, war eine harte Session auch für mich. Ein bisschen anderes Set als bei den Jungs. Aber ich glaube, die Beine taten genauso weh. Hab jetzt insgesamt 1800 Höhenmeter. Wird da gerade nicht angezeigt. Mega Aussicht. Einen legendären Berg gefahren, am Ende nochmal hochgekurbelt, wenn man es hier hochkurbeln kann, ist ganz schön steil. Ja, jetzt geht's nach Hause, geile Abfahrt wartet auf uns und ich denke, dann räumen wir nochmal ins Café ein, bevor wir dann Mittagessen, bisschen Siesta machen und uns dann nochmal natürlich zu einer dritten Session später wiedersehen. Also eine Sache darf nicht fehlen und zwar an jedem schönen Ort sollte man ja eine Duftmarke hinterlassen, von daher werde ich jetzt hier an dieses Schild noch was Kleines, an diesem Schild was Kleines hinterlassen. Das habe ich mir eleganter vorgestellt. Aber ihr sitzt. Ich bin halt Triathletin. Er sitzt. Und ich krieg regelmäßig dann Bilder geschickt, wenn hier irgendjemand ist, fotografieren und mir schicken. Schon von El Angel bekommen. Schon von der Innenstadt. Schon von Hawaii bekommen. Ganz geil. Heard this beat in my dream. Dann standen drei Sessions an, die letzte war nochmal laufen. Ja, Double Run Day. Ich weiß, der letzte Trainingstag hatte auch schon zweimal die gleiche Einheit bzw. Disziplin. Ja, habe ich da auch schon erwähnt, dass ich das gerne mache oder dass Philipp mich das gerne machen lässt. Ja, heute schwimme ich zweimal. Diese Tage mag ich eigentlich ganz gerne, weil ich habe es neulich schon mal irgendwann in einem Post geschrieben. Das zweite Schwimmen fühlt sich in der Regel viel, viel besser an als das erste. Und ich hoffe, diese kluge Weisheit von mir, die wird sich auch heute wieder bestätigen. Heute war es zweimal Laufen. Finde ich auch super, genauso wie beim Schwimmen eigentlich. Der zweite Lauf, irgendwie ist da so das ganze Nervensystem, der Körper schon viel mehr in der Sportart, in der Bewegung drin. Und ja, so haben wir noch einen zweiten Lauf absolviert. Der war diesmal auch noch mal was Besonderes, weil wir einen langen Berg hochgelaufen sind. Das ist Laura, das bin ich. Und das ist ein und Berg. Und das ist der Berg und Sevi wird vor mir oben sein. So in die Sonnenuntergangs-Abendstimmung rein. Es war legendär, es war echt so eine geile Stimmung. Bisschen mehr als 10 Kilometer ging es da den Berg hoch, El Angel. Hat immer wieder auch so Passagen, wo es mal wieder ganz gut läuft oder leicht bergab. Also es ging nicht nur steil berghoch. Ja, außerdem die Steigung war sehr gut zu laufen und so war das auch ja, nochmal ein super Reiz auf ermüdete Beine. Die waren am Anfang, haben die sich echt genauso angefühlt, sage ich mal, wie wenn man im Rennen vom Rad steigt. Von daher, das war nochmal ja, eine gute Übung, auch so sich wieder an dieses Gefühl zu erinnern, gerade wenn jetzt die Rennen näher kommen, auf was sich meine Beine da gefasst machen müssen. Ja, war super schön, heute Morgen noch gestartet bei frischeren Temperaturen. Dann beim Radfahren war es echt richtig warm und jetzt der Lauf nochmal hier in den Sonnenuntergang. Ja, besser geht's eigentlich nicht. In guter Gesellschaft. Die Tine ist mit mir gelaufen, die Frau von Sevi. Super Pacemakerin und tolle Läuferin. Das macht natürlich auch Spaß, wenn man ja nicht nur mit den Jungs trainiert, was natürlich auch richtig cool ist, sondern auch nochmal ein bisschen weibliche Begleitung hat. Thank you.
So, das war ein weiterer Trainingstag im Leben von Laura Philipp. Ich hatte super viel Spaß mit dem Seib Squat. Die Jungs geben ganz schön Gas hier und ich muss mich ganz schön strecken, um irgendwie dran zu bleiben. Insgesamt hat mir, ja, wie jeden Tag super viel Spaß. Und ich freue mich auf die restlichen Tage, die ich hier noch habe. Und wenn es euch interessiert, wie der gleiche Trainingstag aus der Sicht von Sebi war, dann klickt einfach hier.